Große Festivals wie die Berliner Jazztage scheinen einem Bedürfnis des Jazzpublikums entgegenzukommen. Eine möglichst abwechslungsreiche Programmfolge an wenigen Tagen wird von den Besuchern grundsätzlich begrüßt. Mit viel Vorschusslorbeeren wurde auch der Soloauftritt von Chaco Pastorius, Bassist der Gruppe Weather Report, bedacht. Publikum und Kritiker bezeichneten seine Improvisationen auf dem elektrischen Bass jedoch als enttäuschend. Wie man überhaupt einen generellen Trend für die 80er Jahre erkennen konnte.